Die Zwölftklässler der Rudolf-Steiner-Schule in Düsseldorf haben heute ihre Jahresarbeit präsentiert. Diese stellt einen ganz wesentlichen Punkt in ihrer Schulkarriere dar. Ein Jahr lang hatten die Schüler Zeit, ihre Arbeiten anzufertigen. Und wir waren für sie heute bei der Präsentation dabei. Ein Kühlschrank, der ohne Strom funktioniert. Die Restaurierung eines alten Motorrades. Oder der Ausbau einer Terrasse. Die Themen der Jahresarbeiten waren vielfältig. Die Schüler der Rudolf-Steiner-Schule hatten dabei die Wahl, den Schwerpunkt im handwerklichen, wissenschaftlich-theoretischen, künstlerischen oder sozialpraktischen Bereich zu legen. Im Vordergrund der Jahresarbeit steht das selbstständige Lernen. Das pädagogische Ziel ist im Grunde, selbst Lernkompetenz zu entwickeln, das eigene Lernen selbst in die Hand zu nehmen, sich Ziele zu setzen, über einen gewissen Zeitraum eine Planung zu machen, die über das ganze Jahr hinweg flexibel ist und selbst auch einschätzen zu lernen, wie weit man gekommen ist bei der Verfolgung der eigenen Ziele. Eine Fähigkeit, die heutzutage und auch in Zukunft sehr, sehr stark gefragt ist, nicht nur das zu tun, was andere einem sagen, nicht nur das zu denken, was andere schon vorgedacht haben, sondern eigene Gedanken und eigene Taten zu vollbringen. Die Schülerin Lisa Christine Reckmann hat als Jahresarbeit ihr eigenes Kinderbuch erstellt. Die Geschichte heißt Abenteuer im Wald. Die 17-Jährige hat darin das Thema Freundschaft in den Mittelpunkt gestellt. Ein kleiner Fuchs ist die Hauptfigur. Er versucht, neue Freunde zu finden. Ein Jahr lang hat Lisa Christine an dem Buch gearbeitet und ist jetzt sehr stolz auf das Ergebnis. Also ich denke, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass es sehr wichtig ist, wenn man ein Jahr lang ein Thema behandelt, kontinuierlich daran zu bleiben und immer auch, wenn man denkt, dass man hat noch ein ganzes Jahr, trotzdem anfängt und immer weitermacht, daran zu arbeiten. Und ich habe auch mehr malen gelernt in diesem Jahr und bin sehr stolz auf mein Ergebnis. Man ist sehr froh, wenn man am Ende ein Buch in der Hand hat und weiß, es ist von einem selber. Die Jahresarbeit ist ein wichtiges Kriterium in der weiteren Schullaufbahn der Schüler. Denn neben den fachlichen Kompetenzen spielt auch die Bearbeitung dieser Aufgabe eine Rolle bei der Entscheidung, ob die Schüler in die 13. Klasse dürfen. Wer letztendlich weiterkommt, wird in einer Lehrerkonferenz im Dezember beschlossen.